Moin, ihr Sizzler! Schichtfleisch aus dem Dutch Oven ist ein Klassiker, der auf keinem Grill- und Barbecue-Kanal bei YouTube fehlen darf. Wir haben es noch nie gezeigt, wollen wir auch nicht. Wir zeigen es nämlich vom Gasgrill. Denn es gibt sicher den einen oder anderen Menschen, der gar keinen Dutch Oven besitzt und sich fragt, kann ich das dann überhaupt machen? Ja, kannst du. Wir zeigen es dir. Viel Spaß! Das hast du klasse gemacht. Das Schöne an Schichtfleisch ist ja, es ist einfach, super schnell zuzubereiten und es schmeckt auch nochmal verdammt geil. Und damit wir jetzt nicht lange Zeit verlieren, starte ich direkt mit meinem Fleisch. Ich habe hier einen wunderschönen Schweinenacken. Ihr könnt diesen Schweinenacken natürlich bei eurem Metzger auch vorschneiden lassen in so, ja, was sind das, vielleicht 1 cm dicke Streifen. In meinem Fall schneide ich ihn erstmal ganz kurz einmal selber zurecht. So gefällt mir das schon ganz gut. Und wenn ihr dann quasi solche Streifen habt, die so aussehen, dann können wir damit auch schon arbeiten. Ich habe hier links eine Schale. In die Schale tue ich einfach alles rein, was ich an Zutaten gebrauchen kann. Ich habe hier schon mal so ein paar Zwiebeln, die haben einfach in Ringe geschnitten, auseinandergewürfelt. Also nicht auseinandergewürfelt, auseinandergezutzelt. Die kommen hier mit rein. So, zusammen mit meinem Fleisch. Hintergrund ist der, ich möchte jetzt gerne, dass die Zwiebeln und das Fleisch alle gleichermaßen auch Gewürze abbekommen. Das heißt, die kommen einfach hier in die Schale zusammen mit ein bisschen Olivenöl, damit das Gewürz ein bisschen besser hält. So gefällt mir das ganz gut. Und jetzt nehme ich Gewürz meiner Wahl. Bei uns ist es in dem Fall Hashtag Smoke, was wir ja mittlerweile auch verkaufen im eigenen Shop. Aber ihr könnt alles nehmen, worauf ihr Bock habt. Ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, nur Pfeffer und Salz nehmen. Da gibt es keine Grenzen. Und wenn ihr es ganz schlau macht, nicht so wie ich, und es links neben das Ding fällt, habt auch was von eurem Gewürz. Das Ganze jetzt ordentlich mit den Händen vermengen und gegebenenfalls nochmal nachwürzen, wenn es nicht gereicht hat. Und jetzt anschließend noch ein ganz bisschen ziehen lassen. Derzeit kümmern wir uns quasi um unseren kleinen Topf, den wir dann später im Grill einsetzen wollen und bereiten den jetzt noch ein Stück weit vor. Als Topf haben wir hier heute so eine kleine Ofenform. Wir hatten ja schon gesagt, wir wollen es nicht klassisch im Dutch Oven machen, sondern wirklich mal so eine normale Ofenform benutzen. Denn wer zum Beispiel zu Hause nicht mit Holzkohle grillen kann und eben keinen Topf benutzen kann zum Beispiel, der ist mit so einer Form ganz gut bedient, wenn das Ganze dann in den Gasgrill wandert. Oder, das darf ich nicht laut sagen, aber es könnte ja auch sein, dass es in den Backofen wandert. So, nichtsdestotrotz, die Form habe ich jetzt hier und lege die einfach mit Bacon aus. Hat den Hintergrund, wenn ich da unten Bacon reinlege, brennt das Ganze nachher nicht so schnell an. Und der Saft läuft aus, das Ganze vermischt sich schön. Außerdem, ihr wisst es ganz genau, alles schmeckt geiler mit Bacon. Bacon ist jetzt erfolgreich ausgelegt und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Schichten, deswegen auch Schichtfleisch. Ich schichte jetzt also mein Fleisch und die Zwiebeln, die ich hier habe, einfach aneinander. Auch an der Stelle ist gesagt, ihr könnt da alles reinschichten. Ihr könnt da Paprika mit reinschichten. Ihr könnt da, wenn ihr Bock habt, auch eine Banane mit reinschichten. Das ist uns relativ Puppe. Das ist immer ja nur eine Interpretation der ganzen Geschichte. Also ich fange jetzt an, nehme mein Fleisch, lege mir das hier schön eng an den Rand und fange dann an, die Zwiebeln daneben zu legen. Und so schichte ich mir jetzt im Prinzip alles auf, bis dieser kleine Topf hier gefüllt ist. Das Fleisch ist jetzt erfolgreich geschichtet. Jetzt kommt oben noch mal eine Abdeckungsschicht Bacon, weil davon kann man am Ende auch nicht genug bekommen. Einmal noch oben drüber. Sieht am Ende ein bisschen ordentlicher aus. Ist aber nur Spielerei. Kann man machen, muss man nicht. Wir stehen drauf und deswegen kommt hier ordentlich Bacon rein. Das Finish macht heute eine interessante Barbecue-Soße. Und zwar Flensburger Tunke von Black Barbecue. Da ist ein bisschen Flensburger Dunkel mit drin. Die gibt es nochmal oben drüber. Auch das ist eine Sache, verbindet sich später wunderbar und gibt nochmal ein bisschen Geschmack ab. Auch die Soße für alle, die sich fragen, wo kann ich das kaufen, natürlich auch bei uns im Shop. Aber auch da ist es so, Geschmäcker sind unterschiedlich. Nehmt einfach die Barbecue-Soße, auf die ihr Bock habt. Oder lasst es auch da sein. Manche mögen das gar nicht, wenn da Barbecue-Soße mit reinkommt. Bei uns ist wirklich jetzt ein richtig schöner Topf geworden. Da kommt jetzt noch der Deckel drauf und wandert gleich auf den Grill. Aber was das Thema angeht, da kann der Erklärbär ran. Das ist heute nicht mein Bier. Wortwitz übrigens, hast du gekriegt? Jo. Fangen wir an mit den Grilleinstellungen. Wir haben unseren Gasgrill auf indirekte Hitze eingeregelt. Das heißt, ich habe links
und rechts den Brenner so, na, nicht ganz auf niedrigste Flamme, so ein Stück höher gedreht. Wir wollen am Ende um die 180 bis 220 Grad indirekte Hitze im Grill haben. Und da werde ich jetzt meine runde Breta-Form in die Mitte stellen. Da ist, wie gesagt, die Brenner sind hier aus, wir haben nur links und rechts an. Jetzt machen wir einen Deckel, nachdem ich das wieder in Form gerückt habe, wieder zu. Und jetzt heißt es abwarten. Da drin soll es anfangen zu köcheln. Das ist ja ein Schmorgericht. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Breta vorm Deckel hat. Und der sollte auch halbwegs dicht abschließen, dass nicht die ganze Flüssigkeit einfach entweichen kann. Ihr könnt im Übrigen neben einer runden Form natürlich auch eine eckige Kastenform nutzen oder was ihr halt da habt. Und falls ihr keinen Deckel da habt, könnt ihr euch ja notfalls auch mit Alufolie aushelfen. Einfach mit Alufolie abdichten und es dann rauflegen. Hauptsache die Flüssigkeit bleibt drin. Wie gesagt, wir warten jetzt erstmal so eine Stunde ungefähr ab, ein gutes Stündchen, und schauen dann mal, wie es so ist. Das Fleisch sollte weich sein, es sollte alles schön flüssig sein, sich miteinander verbunden haben. Ja, und dann schauen wir mal, wie es so wird. Gute 2 Stunden später ist unser Schichtfleisch vom Gasgrill fertig. Wenn ihr das im Topf macht, dann legt ihr, also im Dutch Oven, dann legt ihr unterwärts und oben drauf Briketts. Wir haben uns ausgeholfen, haben zwischendurch auch noch mal von unten ein bisschen Unterhitze gegeben, einfach damit es schneller anfängt zu köcheln. Haben sie dann aber wieder weggenommen und es einfach indirekt weiterlaufen lassen. War jetzt ein reiner Zeitaspekt, sonst hätte es halt noch mal 15, 20 Minuten länger gedauert. Und wir hätten es sicherlich auch noch länger köcheln lassen können. Je länger wir das machen, desto zarter wird es. Aber es lässt sich ja mit der Gabel so zerpflücken. Von daher passt das. Und jetzt probieren wir mal. Eigentlich viele Zutaten drin. Lecker. Und es schmeckt gut. Mhm. Bei Schichtfleisch kann man nicht viel falsch machen, muss man ganz klar sagen. Wir haben das früher immer am Angelteich uns regelmäßig zubereitet, weil es einfach easy war. Man es gut mitnehmen konnte, und was auch richtig cool ist, wenn ihr es einfach so dann nächsten Tag, wenn es kalt ist, einfach aufs trockene Brötchen wieder legt. Mmh. Voll lecker. Ja. Und unten drin steht hier noch richtig Sud. Ja, Saft. Ja, das ist das Beste. Oh, heiß eigentlich noch rüber. Ja, warm ist es auch. Mhm. Also, schmeckt lecker, geht vom Gasgrill genauso gut wie aus dem Dutch Oven. Oh. Wenn ihr euch jetzt fragt, schmeckt das aus dem Dutch Oven nicht anders, kann ich sagen, nein, schmeckt es nicht. Wir haben ja auch keinen Kontakt in irgendeiner Form zu Raucharoma oder zur Glut oder ähnliches. Und Temperatur, wie sagt unser Metzger immer, Wärme hat keinen Geschmack. So, also, Wärme hat keinen Geschmack. Nee, kann ich noch nicht. Ja, ist also. Ja. Also, sehr schön. In dem Sinne, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr sagt, Schichtfleisch ist ein Klassiker, gehört in jedes Grillrepertoire, sollte man mal gemacht haben, sagt einfach Bescheid, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Und kommentiert fleißig, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, erst recht. Bis demnächst. Macht's hübsch. Ciao, ciao. Tschüssikowski. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen, aber immer wieder geil. Ne? Ich muss auch gestehen an der Stelle, ich habe ganz schön Hunger. Frühstück ist jetzt auch schon länger her.